quer. Ich schau mir, ob es jetzt quer vom Matt ist. Versuch Nummer 2. Ist jetzt anders als vorher? Ja? Versuch Nummer 2. Ich guck erstmal gerade, ob es funktioniert. Einen Moment. Bevor ich irgendwas. Ja, okay. Harry nickt. Ja. Jetzt müsste es im Querformat sein. Jetzt ist perfekt, schreibt die Sandra. Oh Gott, Sandra, du bist schneller als ich. Okay, besser. Besser. Sehr schön. Okay. Dass es nicht zur Verwirrung kommt. Ich habe hier ein Handy, mit dem bediene ich den Printer. Dann habe ich hier ein Handy, mit dem filme ich. Und hier habe ich den Laptop. Dort werde ich die Kommentare lesen. Es ist ein bisschen, ja, dass ihr euch auskennt. So. Juhu, juhu, jetzt ist perfekt. Kommentare. So, meine Lieben. Herzlich willkommen zum Livestream. Der erste Livestream seit Weihnachten. Weihnachten müsste gewesen sein. Ich möchte euch heute den Nailprinter zeigen. Ich habe letzte Woche, müsste das gewesen sein, mein Video zum Nailprinter hochgeladen. Da kamen eigentlich sehr viele Kommentare. Ihr könnt jetzt in den Kommentaren eigentlich alles fragen. Alles, was halt den Printer betrifft. Anna voller Technik schreibt, wie Sue. Grüß dich, Sue. Und ja, falls euch irgendwas interessiert, ich habe hier jetzt meine Nägel gemacht, anlässlich des Valentinstags natürlich rote Rosen. Falls ihr das sehen könnt, also Daumen, Kleiner und Ringfinger sind rot und an Zeige und Mittelfinger hier habe ich eine rote Rose geprintet, gedruckt und die beiden, die sind noch leer, die zeige ich euch dann eben einfach heute. Wie ich das gemacht habe, alles Step by Step. Letzter Livestream waren deine Weihnachtsnägel. Ja, genau, müsste Weihnachten gewesen sein. Kann man die Designs auch unter der Modellage drucken oder verschwimmt dann alles? Das habe ich noch nicht probiert. Ich sehe jetzt aber eigentlich jetzt nicht so den Vorteil, das unter der Modellage zu drucken. Warum meinst du, warum würdest du das unter der Modellage drucken? Wegen dem Fullcover und dann Gelaufbau drüber? Muss ich kurz überlegen, müsste theoretisch eigentlich funktionieren. Also ich sehe da jetzt nicht unbedingt den Vorteil, aber eigentlich müsste es funktionieren. So, das hier ist der Printer. Ich habe den Printer von der Firma Trendnails zur Verfügung gestellt bekommen. Das ist der Printer Deluxe in der Farbe Gold. Kostet im Shop im Angebot, ich meine 990 Euro sind es gewesen. Es gibt auch das Vorgängermodell, das ist ein bisschen günstiger. Das kostet 100 oder 200 Euro weniger. Ich weiß es nicht genau. Da auf jeden Fall dann bitte bei der Firma direkt schauen. Wenn ich zum Beispiel zusätzlich noch groben Glitzer einarbeiten wollen würde. Ja, kannst machen. Also ich denke nicht, dass jetzt irgendwas dagegen spricht, das auch unter den Aufbau zu arbeiten. Nina schreibt, Anna ist wieder da. Grüß dich, Nina. Wie gesagt, das ist der Printer. Zeige ich euch nachher. Ich bereite jetzt erstmal die Nägel vor. Ich habe gestern schon die Modellage gemacht. Also ich trage im Moment Maniküre mit Gellack. Eh schon ewig lang. Da ich das gestern gemacht habe, werde ich die Nägel jetzt erstmal anbuffern, dass eben das Base Gel gut haften kann. Buffere ich jetzt zuerst mal an. Wie gesagt, ich habe es gestern schon vorbereitet für euch. Und jetzt eben einfach noch mal kurz anbuffern. Ich hoffe, ihr könnt alles erkennen. Wenn ihr irgendwas nicht erkennen könnt, bitte einfach in die Kommentare reinschreiben. Stephanie schreibt, hi, grüß dich, Stephanie. So. Das war's. Wie gesagt, wenn ihr jetzt auffüllt oder sonst was, dann halt alles vorher machen. Ich habe ja gestern schon alles vorbereitet, deswegen bin ich jetzt schneller. Es werden mit dem Printer 5 Fläschchen mitgeliefert. Das sind einmal, Moment, wo fange ich jetzt an? Das ist einmal das Base Gel. Das sieht so aus, da steht auch ein B oben. Base Gel, das ist durchsichtig. Also ein Gellack sozusagen, ein Base-Gellack, wenn ihr es am Naturnagel auftragen möchtet. Dann wird mitgeliefert ein Base-Color-Gel, BC, das ist weiß, also ein weißes Maniküre-Gel sozusagen. Erinnert mich auch an die Farbe von Lack & Go, das müsste A101 sein oder A102. Ist mit Aceton grundsätzlich alles ablösbar. Ich falle es halt dann im Studio ab, weil ich schneller bin.
Dann wird mitgeliefert ein Top-Seal-Gel, also ein Versiegelungsgel. Das ist auch von der Konsistenz eigentlich wirklich klasse. Das glänzt auch mega. Wir haben hier gerade vorher zum Beispiel mal so einen Probetipp gedruckt. Ich weiß nicht, ob ihr den Glanz dann erkennen könnt. Also der Glanz ist wirklich, der ist echt gut. Also dafür, dass das ja so No-Name-Lacke sind, sage ich mal, ist der Glanz echt gut. Und dann wird auch noch eine Nail Mask mitgeliefert, NM. Steht da oben, das ist Flüssiglatex, also Latexmilch. Die ist durchsichtig, leicht bläulich eingefärbt und sehr, sehr, sehr flüssig. Deswegen habe ich in meinem Video mit der hier, die habe ich von Amazon, mit der gearbeitet, weil die ist ein bisschen dickflüssiger. Mit der komme ich persönlich ein bisschen besser klar. Aber wie gesagt, alles, was ihr braucht, wird grundsätzlich hier mitgeliefert, ist im Lieferumfang enthalten. Sanja schreibt, bin auch gerade am Nägel machen. Grüß dich, Sanja. Natalie hat den Anfang verpasst. Kein Problem. Ich lade das hinterher auf YouTube hoch. Da kannst du es dir nochmal ansehen. Und was auch mitgeliefert wird, das ist hier das Printgel. PG0 steht da oben, 10 Milliliter. Da gibt es zwei verschiedene Produkte. Hier einmal das Printgel. Das seht ihr, das ist so milchig eingefärbt. Was da jetzt genau drin ist, weiß ich leider nicht. Kann ich nicht sagen. Aber das ist so ein bisschen dickflüssiger, eine sehr angenehme Konsistenz. Riecht eigentlich wie Gel, riecht jetzt irgendwie nicht sonderlich spektakulär und ist so ein bisschen milchig eingefärbt. Da gibt es zwei verschiedene Produkte. Es gibt einmal das Print-Gel und dann gibt es einmal Pre-Print. Da steht dann PP oben. Das kommt in so eine Flasche. Das Pre-Print wird nicht unter Lampe ausgehärtet, also das härtet nicht unter LED, sondern das wird angetrocknet, das härtet an der Luft. Und das Printgel muss 30 Sekunden unter LED oder 2 Minuten unter UV ausgehärtet werden. Ich habe jetzt unter meinem Video sehr viele Kommentare bekommen, dass das ein bisschen besser ist. Also wenn ihr das nicht habt und wenn ihr vielleicht Probleme habt mit dem Druck, weil ihr den Printer schon habt, würde ich euch das empfehlen. Also ich kenne das Preprint nicht, das Lufttrocknende. Ich kenne es vom Livestream und ich weiß, dass manche da irgendwie Probleme hatten. Deswegen probiert dann mal das hier. Und die Zusatzprodukte kann man dann trotzdem... Anita, du kannst auch ohne diese Sachen drucken. Also Base Gel muss jetzt nicht dieses sein. Du kannst jetzt auch dein Lieblings-Base Gel nehmen. Weiß muss jetzt auch nicht unbedingt dieses sein. Wichtig ist halt, dass die Untergrundfarbe hell ist. Du kannst zum Beispiel auch deine Nägel weiß mit Nagellack lackieren, dann draufdrucken und dann auch wieder mit Nagellack versiegeln. Was du brauchst zum Drucken ist dieses Print-Gel, dieses PG0. Das brauchst du schon, weil wenn du einfach auf die weiße Farbe draufdruckst, dann wird das nichts. Dann verschwimmt die Farbe. Also das brauchst du unbedingt oder halt alternativ dann im Pre-Print. So, ja doch, der UV-Print ist besser als der Pre-Print, schreibt Sue gerade. Ja, das ist halt auch so die Info, die ich jetzt habe. Bekanntlich natürlich alles Geschmackssache, aber das ist jetzt einfach, wie gesagt, die Info, die ich jetzt von den Mädels habe. So, da verwende ich jetzt noch kurz mal Ultra Bond. Ganz normaler Ultra Bond, nichts Spezielles. Einfach, weil ich... das Base Gel sozusagen gestern schon aufgetragen habe und jetzt Ultra Bond zur Sicherheit. Und hier habe ich jetzt das Painting White, heißt das. So sieht es einmal aus von MSE. Wie gesagt, es wird ein Base mitgeliefert, also eine weiße Base, das ist gar kein Problem. Ich nehme lieber das, weil ich kann das nämlich ein bisschen dünner auftragen. Mir ist das ein bisschen lieber, aber ihr könnt natürlich jedes Weiß nehmen. Völlig egal. Wie gesagt, Hauptsache ein heller Untergrund. Dann reinige ich kurz einmal meinen Pinsel. Das ist mein Goldstück mit der weißen Farbmarkierung. Nehme ich auch wirklich nur für weiß. Und ihr seht hier, dass die Haare vorne, wenn man hier drauf drückt, die sind halt ja voller Gel sozusagen. Und ich reinige den Pinsel zuerst mit Händedesinfektionsmittel. Ich mache das immer. Ich habe da jetzt keinen speziellen Pinselreiniger. Jetzt reinige ich den Pinsel mit Silette und Cleaner sozusagen. Wichtig, 70%igen Cleaner, kein reines Isopropanol. So. Dann wird der Pinsel ein bisschen mit Gel eingearbeitet. Und das war's. Jetzt starte ich dann. Ich
guck mal kurz wegen den Fragen. Danke, jetzt bin ich wieder schlauer. Gerne, Anita. Dafür sind die Livestreams doch da, oder? So, jetzt nehme ich mir ein bisschen was von dem Painting White. Das ist eigentlich mein Lieblingsweiß, muss ich sagen. Ich mag das wirklich, wirklich gern, weil das in einer dünnen Schicht richtig, richtig deckend ist. Mit dem mache ich auch gern French. Wenn ich mir mit einer Smyline-Schablone zum Beispiel die French dann abklebe und dann anmale. Natürlich auch schön in den Rändern auftragen, dass der Rand möglichst sauber aufgetragen wird. Möglichst fusselfrei. Ich zittere ein bisschen. Ich bin ein bisschen nervös. Ich habe schon lange keinen Livestream mehr gemacht. Jetzt bin ich ein wenig nervös. So. Wichtig ist halt, dass das Weiß wirklich sauber aufgetragen wird. Wenn ihr leichte Schlieren drin habt, ist das kein Problem. Die wird man hinterher nicht mehr sehen. Ich da gerade mal. Leichter ist es natürlich immer, wenn man nicht zittert. Grüß dich, Sandra. Hallo. Ich hatte gestern eine Kundin da am Abend und habe ihr dann eben erzählt, dass ich heute einen Livestream mache, weil ich weiß, dass sie gerne meine Livestreams schaut. Und sie hat dann gefragt, wann, um welche Uhrzeit. Und ich habe dann gesagt, so gegen 19:30. Dann hat sie gesagt, das wird aber knapp. Guck ich sie an, warum wird das knapp? Was habe ich verpasst? Ja, um 20:15 Uhr ist der Bachelor. Bist du dann, meinst du, bis 20:15 Uhr fertig? Wahre Frauenprobleme, oder? Grüß dich, toll schaust aus. Danke. Ich habe da einen Pakt mit meinem Freund geschlossen. Er filmt nur dann, wenn ich die Haare offen lasse. Habe ich gesagt, okay. So. Wie gesagt, einfach weiß auftragen. Für alle die erst zugeschaltet haben, ich habe hier normales weißes Farbgel. Ihr könnt ja auch einen hellen Untergrund nehmen. Der Bachelor, geil. Dann mache ich aber echt mal hin. Es wird sich ausgehen bis 20:15 Uhr, keine Sorge. Haben wir gestern schon so geplant. So. Und dann lasse ich 2 Minuten aushärten. Ich weiß nicht, ob diese Farbe LED-fähig ist. Ich habe absolut keinen Plan. Ich lasse jetzt mal 2 Minuten aushärten. Sicher, sicher. Dann Nail Mask, dann das Printgel und dann zeige ich euch den Printer an sich. Sue schreibt, ihr solltet jetzt eigentlich gemütlich im Restaurant sitzen. Oh. Bist du im Restaurant, Sue? Auch nicht, oder? Aber jeder, der jetzt im Restaurant sitzt, kannst ja gerne mal reinschreiben. Was kostet dieser Drucker, wenn... Natürlich darfst du fragen. Im Angebot war der drin um 990 Euro. Ich weiß nicht, ob er immer noch im Angebot ist, aber schau auf jeden Fall mal rein. Das ist jetzt der Deluxe Printer, also die Deluxe Variante. Es gibt auch die Vorgängerversion, also den Vorgänger Printer. Den kriegt ihr, glaube ich, in Weiß und Schwarz und in Rot oder so. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Der ist auch ein bisschen günstiger. Ich weiß auch nicht, also da ist ein bisschen mehr Zubehör dabei gewesen, da ist das Printgel dabei gewesen und so eine Handyhalterung oben. Ich glaube, dass das Vorgängermodell genauso gut ist. Also für alle, die sagen, okay, 990 Euro ist eine Stange Geld, muss man sagen, tut es definitiv die Vorgängerversion auch. Der ist halt Gold. Ja, sieht halt schick aus. Och, die Mona ist süß. Die Mona schreibt, wer braucht den Bachelor, wenn man dir zuschauen kann? Oh, danke schön.
Ich hasse den Bachelor. Oh, Natalie, warum? Ihr opfert euren Valentinstagsabend für uns. Ja, Harry nickt auch, ja. Wie habt ihr denn den Valentinstag verbracht? Könnt ihr gerne mal reinschreiben. Habt ihr irgendwas Besonderes gemacht oder einen Tag wie jeder andere? Also ich habe Rosen bekommen. So, fertig. Dann, wie gesagt, mitgeliefert wird ja direkt die Nail Mask. Ich verwende hier jetzt dieses Amazon Flüssig Latex, Latex Milch Ding hier. Das waren so. Und das trage ich jetzt rundherum auf. Ihr könntet auch vorher das Printgel auftragen und dann die Latexmilch. Ist eigentlich völlig egal, was ihr zuerst auftragt. Ich trage das Printgel hinterher auf, weil ich dann das Printgel ja 30 Sekunden aushärten lasse und dann nein, ich setze Scheiße. Und dann, wo war ich jetzt? Was war mein letzter Satz? Weil ich dann beides gemeinsam aushärten lasse. So. Also Latexmilch ist im Prinzip flüssiges Latex. Das wird deswegen auf die Haut aufgetragen, weil man die Druckerfarbe wirklich schwer runterkriegt. Ich bin es ja gewohnt vom Stempeln, dass ich es hinterher einfach mit Aceton runterwisch. Das funktioniert bei der Stempelfarbe super. Hier funktioniert es nicht ganz so gut, weil die Druckerfarbe echt richtig gut hält. Da habe ich gleich mal meinen ersten Nagel richtig eingesaut, weil ich da meinte, nö, brauche ich nicht. Ja, braucht man leider schon. So. So sieht das dann aus. Dann verwende ich hier das Printgel. Das hier. Das kommt dann direkt hinterher, während dann die Latexmilch sozusagen trocknet. So. Und das wird einfach in einer dünnen Schicht auflackiert. Ummanteln tue ich mit dem nicht, weil das mache ich dann hinterher mit dem Versiegelungsgel. Aber man könnte sich ja auch dann mit dem ummanteln. So, das mache ich auch beim zweiten. Ich werde beide Nägel direkt hintereinander bedrucken. Ich muss mich ja jetzt nur einmal kurz konzentrieren, dass ich nicht wieder auf die Haut lackiere. Schön auch natürlich in den Rändern. Also die Pinselchen, die sind echt super. Kann man jetzt echt nicht meckern. So, genau. Und das Ganze lasse ich jetzt auch wieder 30 Sekunden aushärten. Meine UV-LED-Lampe hat ja hinten so Knöpfe. 10 Sekunden, 30 Sekunden, 60 Sekunden und 90 Sekunden. Und das lasse ich jetzt 30 Sekunden drin. Dann gucke ich einmal wieder wegen den Kommentaren. Meiner Meinung nach einfach doof. Die meisten Beziehungen sind ja nach dem Ende meistens eh aus. Ich habe nie das Gefühl, dass echte Gefühle im Spiel sind. Redest du jetzt vom Bachelor, Nathalie? Oder von deiner Beziehung? Mein Mann ist LKW-Fahrer, Fernfahrer, heute unterwegs. Ich habe nicht mit ihm gerechnet, klingelte an der Tür. Und er hat von unterwegs einen Blumenhändler geschickt. Ich habe 2 Blumenstrauße bekommen, einfach nur zuckersüß. Oh, Mona, das ist echt süß. Oh. Manchmal sind unsere Männer schon süß. Muss man nicht mal sagen. So. Soweit sind die Nägel jetzt fertig. So sieht das jetzt einmal aus. Flüssiglatex ist oben weiß grundiert und das Printgel ist oben. Ich räume jetzt mal alles kurz auf die Seite. Jetzt hoffe ich, dass es auch funktioniert, weil im Livestream. Ich kann ja jetzt nicht schneiden. Und bevor ich es vergesse, die anderen Nägel sind rot. Da habe ich von Trend Nails Lack & Go verwendet. Das ist, Moment, A109 ist die Farbe. Das ist jetzt einfach ein klassisches Rot. So ein Lippenstiftrot, Kaminrot, Ferrari-Rot.
gebe auch noch andere Wörter, aber bleiben wir bei Ferrari und. So, jetzt zeige ich euch noch einmal die App. Moment, ich gehe hier noch einmal komplett raus. Die App heißt O2 Nails. Die wird halt einfach im App Store ganz normal runtergeladen. Dann muss man sich anmelden, mit dem WLAN verbinden und, und. Und dann entweder man lädt sich direkt von dem Printer die Pakete runter. Dann hat man hier Vorlagen. Oder man holt sich dann eben ein eigenes Bild. Das ist jetzt mein Bild. Das ist jetzt einfach ein Bild von Google. Ich habe halt einfach ja rote Rosen, glaube ich, eingegeben. Da kann ich mir dann vom Bild jede mögliche Stelle aussuchen. Für alle, die mein Video gesehen haben, also die wissen das jetzt, kann ich mir dann die Stelle aussuchen. Dann habe ich hier oben so einen Haken, klicke auf den Haken und hier öffne ich sozusagen die Kamera des Printers. Also die schalte ich ein. Jetzt habe ich hier im Moment einen schwarzen Hintergrund. Die Kamera muss aufmachen, die macht dann hinterher automatisch zu, wenn gedruckt wird. Wahrscheinlich, dass sie nicht volle Farbe ist, oder? Ja, wahrscheinlich. Das dauert jetzt einen kurzen Moment. So, und das ist jetzt einfach das Innenleben sozusagen des Printers. Ihr seht hier, wenn ich mit meinem Finger reingehe und wieder raus, es ist ein bisschen zeitverzögert, aber nicht tragisch, dass ich dann halt meinen Finger sehen kann. Eva schreibt, kosten die Vorlagen extra? Nein, die kosten nichts extra. Du kannst dir alles runterladen, was du möchtest. Sandra schreibt, Nuttenrot. Sandra! Ich liebe dich. So, jetzt. So sieht der Printer einmal aus. Da kann man die Abdeckung vorne runternehmen. Ich mache das jetzt einmal für euch. Normalerweise lasst ihr die halt oben, aber ich nehme die jetzt für euch runter, dass ihr einfach das Innenleben des Druckers sehen könnt. Ich gehe da mit meinem Finger sozusagen in die Öffnung rein. So, und spanne den Finger einmal ein. Guck auch mal wegen den Nachrichten. Keine Nachrichten. So. Und dann. Oh Gott. Ist jetzt gar nicht so einfach. Dann positioniere ich mir mein Motiv. Hier kann ich es transparent machen, dass ich dann den Finger sehe. Ich da überall im Rand bin. Dann positioniere ich mir das. An der Kundin ist es ein bisschen einfacher. Und wenn ich dann zufrieden bin mit dem Design, klicke ich auf OK. Printing, er fragt dann, die App ist übrigens auf Englisch, gibt es auf Englisch, auf Russisch und auf Chinesisch wahrscheinlich. Klicke ich auf Yes. Die Kamera macht zu. Den Finger nicht bewegen. Und das Ding printet dann auf meinen Finger. Wichtig ist es, die Kuppe ein bisschen nach unten zu drücken. Wenn ihr die Kuppe nach oben drückt, dann steht ihr halt bei der Druckerpatrone an. Und natürlich auch nicht bewegen. Ich bemühe mich, weil sonst ist es verschmiert. Das wollen wir nicht. Geht auch relativ schnell. Also ich war überrascht, wie schnell es geht. Und ich war überrascht, wie problemlos es geht. Ich hatte von Anfang an überhaupt keine Probleme mit dem Ding. Es hat eigentlich auf Anhieb geklappt. Wenn man denn das Printgel aushärten lässt. Ich habe das am Anfang nicht ganz geschnallt, dass es aushärten muss, weil ich halt wirklich nur das Preprint kannte. So, ausspannen. Und so sieht das Ding jetzt einmal aus. Also, man kann wirklich nicht meckern. Das Design ist echt schön. Das ist richtig, richtig, richtig schön. Sandra schreibt, ich liebe dich auch. Das gleiche mache ich jetzt auch am Mittelfinger. Achtung natürlich, den Finger halt auf die Seite und da dürft ihr jetzt nicht reinfetzen. Wenn ihr da jetzt mit dem Finger drauf oder zerkratzt oder so, dann habt ihr sofort die Striche drin. Ich mache das gleiche jetzt direkt auch mit dem Mittelfinger. Auch die Kuppe des Mittelfingers, das könnt ihr hier sehen, nicht nach oben strecken, sondern ein bisschen nach unten drücken, weil ihr steht sonst beim Printer direkt an. So, dann positioniere ich mir auch dieses Design, weil viele gefragt haben, wie kompliziert ist die Bedienung. Die ist überhaupt nicht kompliziert. Absolut gar nicht. Es gibt natürlich im Vergleich zu Wraps gibt's ein paar Macken. Die sage ich euch dann nachher. Aber also die Bedienung ist absolut unkompliziert. Es ist ein gestochen scharfer Druck. Also Trendnails hat selber, ich glaube, dreimal oder viermal gefragt, kommst du wirklich klar? Kommst du wirklich klar? Sag ich, ja, überhaupt kein Problem. Gar nichts. Und ihr seht ja selber, wie problemlos das funktioniert. Und das halt im Livestream. Also da ist jetzt auch nichts geschnitten oder sonst was.
Was sollte man denn für einen Print verlangen? Oh Gott, Sabine, sehr gute Frage. Trend Nails empfiehlt zwischen, ich meine, es waren 3,50 Euro und 5 Euro. Seht ihr? Der Zeigefinger ist jetzt schon getrocknet, der Mittelfinger glänzt noch ein bisschen. Passt. Trend Nails empfiehlt zwischen 3,50 Euro und 5 Euro. Man muss es sich ausrechnen, je nachdem, wie oft man halt glaubt, das im Studio zu verwenden. Ihr dürft nicht vergessen, ihr habt ja eine gewisse Zeit, die ihr braucht, das zu drucken. Das sind für zwei Nägel zusätzliche Zeit, würde ich sagen, 10 Minuten, 15 Minuten. Mehr würde ich da auf keinen Fall einrechnen. Und dann müsst ihr euch halt ausrechnen, was habt ihr für diese 10 Minuten Stundensatz. Ihr habt einen Stundensatz und einen Minutensatz und halt dann den Minutensatz mal 10. Das müsst ihr mindestens berechnen. Das kann bei dem einen, kann das ein Euro in der Minute sein, wenn man Angestellte hat, wenn man Umsatzsteuer hat und. Bei dem anderen können das 20 Cent sein. Kommt immer drauf an. Plus, dann müsst ihr halt noch bedenken, das Gerät kostet, also das jetzt, 990 Euro, auch das muss sich natürlich irgendwie abzahlen. Das müsst ihr halt auch anteilig berechnen. Muss man sich ausrechnen. Also ich würde 5 Euro pro Finger schon nehmen. Also hätte ich das Gerät bezahlt, würde ich im Studio definitiv 5 Euro pro Finger nehmen. Man braucht es halt. Vielleicht im ersten Monat irgendwie günstiger oder so. Muss man sich dann anschauen, muss man sich dann halt überlegen, je nach Stundensatz. Muss man zum Beispiel, wie auch beim Drucker, irgendwann Farbpatronen oder ähnliches kaufen? Ja, du hast da eine Farbpatrone drin. Da ist, das ist nur eine Patrone, da sind alle Farben drin. Schwarz mischt er sich selber. Deswegen ist es so ein bisschen ein Problem, wenn das Motiv dunkler ist. Das dauert ein bisschen länger, bis es trocknet und es verschmiert auch ein bisschen. Also das ist so, dunkle Motive drucke ich ungern. Also ich drucke lieber hellere Motive, weil die einfach schöner werden. Und die Patrone hält in etwa, sagt jetzt Trendnails, ich habe keine Erfahrung, ich habe noch nicht so viel gedruckt, ich habe den erst 2 Wochen, etwa 800 Nägel kann man damit bedrucken. So. Und dann muss halt die Patrone gewechselt werden, die gibt es auch bei Trendnails zu kaufen, also wie beim Drucker. Alte Patrone raus, neue Patrone rein. Cooles Teil, nur Wahnsinn im Preis, da muss ich noch sparen. Ja, muss man halt überlegen, ob sich das dann, danke Sandra, ob sich das dann im Studio lohnt. So, ich habe jetzt von Bipa ein High-Speed-Nageltrocken-Spray. Alle, die mein Video gesehen haben, die haben den auch schon gesehen. Gibt es auch bestimmt bei DM, bei Müller. Kriegt ihr sicher überall. Ich habe es jetzt bei Bipa mitgenommen. Und das sprühe ich jetzt einfach drauf. Gerade wenn das Motiv ein bisschen dunkler ist, dann ist das einfach schneller trocken. Das hier war jetzt schon trocken, also so lange dauert das gar nicht, bis es trocken ist. Das hier war jetzt schon trocken. Ja. Jetzt ziehe ich mit einer Pinzette. Die Latexmilch einfach runter. Also ich schnapp mir das Ding jetzt einfach so mit einer Pinzette und ziehe es einfach runter. Natürlich aufpassen, dass ihr jetzt nicht reinfetzt, auch wenn das Motiv trocken ist. Wenn ihr jetzt mit dem Finger reinfetzt, ist es kaputt. Hier habt ihr noch einmal den Unterschied zwischen versiegelt und matt. Versiegelt glänzen die Nägel natürlich. So. Dann wird hier mitgeliefert ein Top Seal Gel. Ich werde euch das jetzt einfach mal mit dem zeigen. Kann da. Ja, Sally, du kannst auch Nagellack drunter. Einfach einen weißen Nagellack unten drunter, dann eben das Print Gel verwenden, drucken und dann kannst du auch mit Nagellack versiegeln. Wenn du denn die Zeit hast zu warten, warum nicht? Kein Problem. So, und jetzt beginne ich, das vorsichtig zu versiegeln. Ich mache keine Zickzack-Bewegungen, sondern ich versiegle wirklich ganz, ganz zärtlich von oben nach unten, ohne viel Druck, dass das Design einfach nicht verschmiert, dass der Großteil des Designs jetzt einfach mal versiegelt ist und dann härte ich mal zwischen. Weil, wie gesagt, würde ich das so versiegeln, wie ich Fullcover versiegeln würde, würde ich mir mit dem Pinsel Kratzer reinmachen. So,
Dann gehe ich direkt einmal 30 Sekunden in die Lampe. Nach 30 Sekunden sind die Lacke ausgehärtet, also die Gellacke. So. Ich kann hier jetzt bei den Kommentaren leider nicht scrollen. Fragt mich nicht warum. Ja, falls ich irgendwelche Fragen nicht beantwortet habe, stellt sie einfach nochmal. O2 Nails Fullmate X11 Mobile Nail Printer Gold. Ja, das ist der. Müsste bei Trend Nails wohl jetzt 990 Euro kosten. Das war ein Angebot. Ob es jetzt immer noch 990 kostet, weiß ich nicht. Kann ich euch nicht sagen. Einfach bitte da bei Trend Nails fragen. Und jetzt versiegle ich einfach nochmal. Und da gehe ich jetzt auch mit meinen Zickzack-Bewegungen bis an den Nagelrand. Und versiegle so, als hätte ich halt Fullcover unten drunter. Dann ummantle ich auch noch. Und das mache ich bei beiden. Also ich mache immer beide parallel. Ich mache nicht einen komplett fertig, sondern direkt beide, weil es schneller geht. Und man sieht hier jetzt schön, rechts und links kommt die Farbe auch nicht bis ganz an die Seite. Man hat rechts und links so ein bisschen, könnt ihr das sehen, so ein bisschen Abstand. Das ist halt, wenn der Tunnel extrem ist, weil die Druckerfarbe, die sprüht ja von oben und nicht von der Seite. Deswegen hat man da so einen leichten Abstand. Es ist jetzt aber nicht extrem. Manche haben da gesagt, das ist ganz extrem und ganz hässlich. Nee, also so extrem und so hässlich ist das dann nicht. Es ist halt ganz leicht, wobei da zu Wraps jetzt auch kein Unterschied ist, weil bei den Wraps feile ich ja auch rundherum so einen Millimeter vom Rand weg, dass ich es halt schön ummanteln und schön versiegeln kann. Zu den Wraps ist definitiv der klare Vorteil, dass es besser hält. Also das hält um einiges besser, als würde ich Wraps verarbeiten. Für meinen Geschmack, so wie ich sie verarbeite, kann jetzt bei jedem natürlich anders sein. So wie ich es verarbeite, hält das deutlich besser als Wraps. Mit den dunklen Farben gibt es halt ab und zu, das verschwimmt dann halt ab und zu ein bisschen. Aber ansonsten, wie gesagt, absolut problemlose Nailart. Also ist echt ein Wahnsinn. Ist echt cool. Ich werde den jetzt noch im Studio länger testen und ich werde euch dann auch so nach ein paar Monaten, ein paar Wochen oder Monaten, je nachdem, werde ich euch nochmal ein Fazit schreiben. Fazit, wie lange die Druckerpatrone hält und was euch dann halt sonst noch interessiert. Ich weiß ja nicht, was euch dann genau interessiert. Das müsst ihr fragen, was euch interessiert. Dann sage ich euch das gerne. So, jetzt nehme ich wieder mein Desinfektionsmittel. Der Versiegler hat nämlich eine Inhibitionsschicht, die nehme ich jetzt runter. Und dann war es das eigentlich. Das Ganze wird dann noch eingeölt natürlich. Und dann zeige ich euch gerne noch einmal das Endergebnis. Das nochmal ranzoomen. Also unten drunter habe ich jetzt Maniküre. Ich habe einfach ein Base Gel, habe einen leichten Aufbau damit gemacht, eine leichte Verstärkung von vorne. Also der Glanz ist echt gut. Der Glanz ist wirklich gut. Mal schauen, wie lange er hält. Wie gesagt, in den Rändern habt ihr so eine dünne weiße Linie. Aber ansonsten muss ich sagen, ist die Qualität wirklich nicht schlecht. Also ich bin sehr begeistert. Ist wirklich, wirklich nicht schlecht. So, ich werde jetzt meine Nägel einölen. Oh, 10 nach 8. Bachelor fängt gleich an. Was schauen wir heute? Bachelor? Nein? Okay. Na gut. Ich werde jetzt nochmal die Nägel einölen. Wenn noch jemand irgendwelche Fragen hat, dann kann er sie gerne stellen. Wenn noch irgendwas ist, ihr könnt mir natürlich auch privat schreiben, wenn ihr es jetzt nicht in den Kommentaren stellen möchtet. Ist für mich auch okay, dann schreibt mich privat an. Ist nicht jedermanns Sache, öffentlich eine Frage zu stellen. Stephanie schreibt, schönen Abend noch. Danke, Stephanie. Wünsche ich dir auch einen schönen Valentinsabend. Wie gesagt, falls es da noch irgendwelche Fragen gibt, bin ich gerne noch für euch da. Solange, bis ich meine Nägel eingeölt habe. Dann sind wir nämlich auch weg. Dann werden wir uns auch wahrscheinlich vor den Fernseher schmeißen. Oder? Ja, wahrscheinlich.
Sandra verabschiedet sich auch. Ah, das rutscht jetzt. So. Mein Freund kommt gerade zur Tür rein mit Abendessen. Oh, hast du das gehört? Okay. Was für Handcreme benutze da? Ich habe hier jetzt die Handcreme von Sommernail. Natural Handcare Coco Sherry Dance. So sieht jetzt aus. Ich bin ja mega Fan von den Nagelölen von Sommernail. Und das haben sie jetzt auch in Handcreme. Finde ich richtig cool. Richtig, richtig cool. Ich dürfte mir was wünschen zum Dinner. Es gibt Döner. Sandra ist so geil. Ah, Sandra. So, jetzt öle ich nochmal die zweite. Wie gesagt, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es einfach rein. Ihr könnt mich natürlich auch privat kontaktieren. Ihr könnt mich per WhatsApp kontaktieren, per Facebook, per was weiß ich. Ich bin ja immer da für euch. Bis bald in Düsseldorf. Genau. Messe Düsseldorf ist in 3 Wochen, müsste die sein. Wer von euch plant, auf der Messe Düsseldorf zu sein, kann mich ja gerne mal anstupsen. Ich bin wieder am Stand von MSE. Ich werde dort arbeiten. Alle 3 Tage. Ich habe 2-mal sogar einen Vortrag. Ihr könnt mich gerne bei meinem Vortrag besuchen, wenn ihr Lust habt. Monika fragt, was die Farbpatrone kostet. Ich glaube 49,90, sowas um den Dreh. Schau am besten mal im Shop. Also ungefähr. Ist für eine Patrone okay. Müsst ihr machen. Der Preis. So, meine Lieben, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Bis bald. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Livestream. Und wie gesagt, in Düsseldorf, wenn ihr seid, stupst mich auf jeden Fall an. Ciao!